Nein. Ich bin präsent. Ja. Nein, okay, zieh, Entschuldigung. Nein, kann ich nicht. Bin ich nie rausgekommen. Keine Ahnung. Ja, welchem Sinn meinen Sie jetzt das? Ja, wenn Sie es richtig erklärt oder nur mit dem Finger zeigen. Ja, wie alle Leute so. Kannst du mir eine Wendeltreppe erklären? Ich glaube nicht, doch, ich kann es nicht erklären. Also eine Wendeltreppe ist eine normale Treppe, aber sie geht rund rauf. Und ja. Eine Wendeltreppe, das ist eine Treppe, die sich so aufwindet und die ein Zentrum hat, das sich einfach drum windet. Eine Wendeltreppe, das ist ein runder Turm. Stellen Sie sich einen runden Turm vor. Und da geht die Wendeltreppe innen geschraubt wie eine Spirale rauf. Spiralförmig? Jesus Gott. Nein, ich würde sagen, es ist einfach eine Spirale mit wie einer Schnecke aus etwas. Eine Wendeltreppe. Das ist das, was so wie ein Bohrer geht, die Wendeltreppe zu ringen um. Das ist die Geschichte. Eine schwungvolle Treppe, die sich S-förmig zu einem Haus aufzieht. Eine runde Treppe, die schmal kringelt, spiralförmig. Ja, das ist eine kreisförmige Treppe, einfach, wo ja, die Wendelform hochgeht. Mit Blumen und so. So. Eine Wendeltreppe? Ja, das ist eine Treppe mit einem Wendel halt. Ein Steiger, der sich um die eigene Achse dreht und aufwärts geht. Eine Wendeltreppe, können Sie mir das erklären? Eine Wendeltreppe? Ja, ich stelle mir das vor, von einem Zimmer ins andere. Die führt von einem Stock zum anderen, nicht? Und das ist eine runde Treppe. Unterst ist das Bad, dann geht es rauf. Dann kommt der erste Stock, dann geht es rauf und dann ist der Dachboden. Das ist eine Stiege, die also nach oben geht, wie hoch Sie wollen, oder? Ja, im Münsterturm hat es eine Wendeltreppe. Ne? Gehen Sie dort öfters drauf, dass Sie das so genau wissen? Nein. Früher noch, aber ich bin nicht mehr schwindelfrei. Ich vertrage das nicht mehr so weit zu steigen. Da. Muss man das sein, wenn man auf eine Wendeltreppe drauf geht? Das müssen Sie, also speziell eine Wendeltreppe, die in einen Kirchturm raufgeht, verstehen Sie? Nicht, das Münster ist ja ziemlich hoch. Ich schätze, man ist so in den 70 Metern, etwa, wenn man da oben ist. Wir sind ja auf dem Martinsturm, auf dem Basler Münster, und da hat es in der Endphase, wenn man da auf den Turm raufsteigt, hat es eine Wendeltreppe. Wie ist das Gefühl so in dieser Wendeltreppe? Ja, erstmal ist es beengend, weil man sich denkt, da darf jetzt ja niemand entgegenkommen. Dann ist es steil, jetzt am Ende ist es offen. Ich habe da schon irgendwie Angst. Ich möchte da nicht unbedingt runterschauen, sondern schaue, dass ich in der Richtung, wo ich hinauflaufe, gucke und nicht dran denk, wie mich jetzt da der Wind vielleicht wegwehen könnte. Es kommt also Angst auf da? Ja, es kommt Angst auf, irgendwie so ein Gefühl, nicht mehr ganz sicher jetzt auf der Erde zu stehen oder zu denken, der Turm schwankt oder irgendwie, es fühlt sich nicht mehr sicher. Und das liegt zu einem guten Stück an der Wendeltreppe? Vielleicht schon, weil die Wendeltreppe irgendwie die Art hat, einen so nach außen zu transportieren, denkt man irgendwie. Also ich bin immer auf allen Vieren hochgelaufen, wenn es kein Geländer hatte. Und ja, einfach Klischee ist auch so, zum Rausschauen nicht, aber zum Auflaufen einfach. Also, hohen Angst habe ich nicht, aber es ist irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Was ist denn die Angst? Was macht die Angst aus? Ich weiß auch nicht, irgendwie auch zu ausrutschen und die ganze Wendeltreppe runterzufallen oder so. Also Angst, weil ich also eben gerade ein bisschen übertrieben. Also ich meine, also wenn ich ständig also anschauen würde und wenn ich mir vorstelle, ich würde in dieser Höhe arbeiten, ich habe gerade vorher gesagt, es ist eine Wahnsinnsleistung, also die das ganze Bauten haben da oben. Das ist schon wahnsinnig. Also ich will also nicht oben arbeiten, aber beim Übersteigen habe ich also einfach also keine Angst, nein. Ich habe immer Angst, wenn ich in die unten jemanden die Türen zubeschliessen würde, dass ich nachher nicht mehr raus könnte und so eine Nacht da verbringen müsste. Und es ist noch schwierig hochzulaufen, weil die Stufen sind schon relativ klein und es geht noch weit hoch. What feelings do you have when you climb in a winding stair? Well,
coming up these particular stairs, it's quite narrow, and I kind of get an eerie feeling because, you know, if you lose your footing or something, you're pretty much gone. But I don't know, it's kind of a strange feeling because you can't really see that far above you. And like I said, it's kind of narrow, and it's just kind of an eerie feeling for me personally. So it's a kind of fear you have. Yeah, you know, I'm kind of afraid of heights, and so the fact I don't know how much higher I have to go and how far I've come is quite a shock. Können Sie mir eine Wendeltreppe erklären? Eine Wendeltreppe erklären, das ist irgendeine Frage, die ich schon mal gehört habe. Also es ist im Prinzip die dreidimensionale Form von einer Spirale. Also es geht um eine Stange, links oder rechts um einen Ofen. Und du hast die Frage schon mal gehört? Ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine Frage, die ich irgendwann in einem IQ-Test oder irgendwo mal in einem irgendwo mal gehört habe. Eine Wendeltreppe, jetzt erwartet ihr sicher, dass ich so das Zeichen mache, oder? Woher weißt du das? Woher? Ja, das ist ein bekanntes Beispiel. Für was? Für was? Für einen psychologischen Test. Herr Wagner, Sie sind der Vorsteher vom Amt für Berufsberatung in Basel. Tagtäglich dienen Sie sich mit psychologischen Eignungstests zu beschäftigen. Gibt es einen Test, wo man die Briefte eine Wendeltreppe erklären lässt? Wenn Sie mir so sagen, dann würde ich spontan meinen, so etwas gibt es. Und wenn ich es dann aber genauer nachschaue, dann ist es schon eher so ein bisschen Intelligenztest, den man so untereinander macht. Man erwartet dann, dass jemand statt erklären, probiert zu erklären, was ein Wendeltreppen ist, dass er mit der Hand umfuchtelt und Kreis malt. Und dann ist er eigentlich schon verwischt. Können Sie mir eine Wendeltreppe erklären? Muss ich die Hände bewegen dazu? Die schraubt sich so vom Boden drauf. Eine Wendeltreppe? Ja, ich habe den Finger nicht an. Das filmen, damit du es so machst. Ah, ja, wegen dem. Können Sie mir eine Wendeltreppe erklären? Eine Wendeltreppe erklären? Zum Beispiel im Haus inne, vom Parterre in den ersten Stock auf. Beispielsweise? Und was noch? Wie funktioniert das? Das Fuß. Also ich bin bis jetzt immer zu Fuß gelaufen. Aber wie seht ihr aus? Was habt ihr für Form? Also ich möchte Ihnen nicht sagen. Eben so, sie wendet sich. Sie geht im Kreis um. Sehr unbequem und sehr steil. Ist es anstrengend gewesen, für Sie, die Wendeltreppen aufzusteigen? Oh, es geht. Noch auszuhalten. Wie würden Sie jetzt, nachdem Sie so eine Treppe aufgestiegen sind, eine erklären? Ja, mit jedem Schritt aufwärts. Ist es anstrengend gewesen, die Wendeltreppen aufzusteigen? Ja, es geht noch. Nein, es geht noch. Wie würdest du die Wendeltreppen erklären, wenn du jetzt das müsstest machen, nachdem eine aufgestiegen bist? Weil ich will eine Wendeltreppe konstruieren. Erklären? Erklären? Die geht auch im Kreis rum. Läufst immer um eine Stange rum, ja. Und geht relativ steil darauf. Mühsam, wenn sich zwei entgegenkommen. Also, dann wird es problematisch. Ist es anstrengend, die Wendeltreppe aufzulaufen? Gar nicht. Wenn man fit ist, nicht. Wie würdest du eine Wendeltreppe erklären, nachdem du gelaufen bist? Ja, es geht einfach immer rundum und ab. Das ist ganz einfach. Wie würdest du eine Wendeltreppe erklären? Schwer, geometrische Stege. Stege, die nicht linear hochgeht. Aufgeschnittener Kreis und rausgezogen. So, schwer im Moment. Ja, rund. Trümmelig. Das ist ja schwierig zu erklären. Ja, immer um die eigene Achse. Ja, verführerisch. Weil du gehst immer rund herum, oder? Rund hinauf. Wie würden Sie eine Wendeltreppe erklären, nachdem Sie jetzt eine hochgelaufen sind? Ja.
Eine kleine Bergtour. Kannst du mir erklären, was DNS respektive DNA, wie es auf Englisch heisst, bedeutet? Also DNS bzw. DNA ist einfach unsere Erbsubstanz. Das heisst, das ist die Substanz, bei welcher unsere Erbinformationen, unsere Gene drin kodiert sind. Und das ist jetzt ein Modell dazu. Man muss sich jetzt vorstellen, dass so eine einzelne Treppe stellt eine Nukleinsäure dar und es gibt vier verschiedene Nukleinsäuren, wobei zwei jeweils zueinander komplementär sind, sodass auf jedem Strang genau die gleiche Information vorhanden ist. Wenn man jetzt drei Treppen, das heisst drei Nukleinsäuren gleichzeitig nimmt, kodieren die eine Aminosäure. Und so eine Aminosäure wiederum ist der Baustein von unseren Proteinen und unserem gesamten Körper, also aus das, was wir bestehen, das ist aufgebaut aus Protein. Das heisst, die DNA ist einfach das Modell, damit wir überhaupt existieren können. Also ohne DNA könnten wir gar nicht leben, weil unsere Zellen könnten gar nicht wissen, was sie produzieren sollten. Ein bisschen pointiert gesagt, könnte man sagen, unser Körper besteht aus lauter Wendeltreppen. Nein, eigentlich nicht, weil die Wendeltreppen ist mehr oder weniger nur gerade die Diskette, die man im Computer hineinschiebt, damit es läuft. Und der Computer produziert nachher dann das, was unser Körper braucht. Ein Wendeltreppen ist für mich eigentlich ein Symbol fürs Leben, oder? Man kommt auf die Welt als kleines Kind und geht die ersten Stege einmal hoch. Du weißt, es gibt die erste Wendung. Und das sind die Leute meistens neugierig, was kommt um eine Ecke herum, oder? Das ist, wenn du in einem Wald einen Pfad läufst, der dunkel ist und irgendwann kommt eine Lichtung. Was ist auf dieser Lichtung? Und ich finde, du läufst eben um die Wendeltreppe herum, um den ersten Rang und siehst, es ist nichts dort. Und dann gehst du weiter und denkst, aber beim nächsten Rang, der oben dran kommt, kommt ganz sicher etwas. Und eigentlich symbolisiert das für mein Leben, oder? Weil du wirst ein Jugendlicher und danach wirst du ein Mann oder wirst eine Frau und dann wirst du erwachsen und das sind alles die Wendeltreppen, wo du nur mehr rankommst und jedes Mal meinst, du findest etwas und findest eigentlich nichts. Und so bist du oben, wenn du angekommen bist, bist du eigentlich ein alter Mann oder eine alte Frau und schaust zurück und sieht immer noch gleich aus und dann merkst, dass eigentlich das Leben, das Besondere, nachdem du gesucht hast, dass das auf dem Weg von der Wendeltreppe stattgefunden hat und nicht so bist du auf dem Spitz, wo du gemeint hast, dann hast du es jetzt gefunden. I think the lift is better from this.